So, und damit herzlich willkommen zurück zu WWE SmackDown. Here comes the pain. Meine erste Woche in Bridgeport, Connecticut. Dann mal los. Wir haben auch ein bisschen was an unserem Moveset geändert. Sind hier Tag Team Champion mit Brock Lesnar. Und hier kommt schon Vincent Kennedy McMahon. Und er scheint gut gelaunt zu sein. Mal sehen, was er geplant hat. Entschuldigt mich. Ich habe eine Ankündigung für euch alle heute. Es gibt ein Tag Team Title Match bei der nächsten Pay-Per-View. Damien Phelps, ihr hattet eure Titles lang genug. Wie wär's, wenn wir anderen Leuten mal eine Chance geben? Und ich werde selbst eure Herausforderer picken. Eddie und Chavo! Okay, haben wir schon mal besiegt, kein Problem. Phelps und Lesnar! Ah. Wenn ihr das vergeigt, dann wird es eine lange Zeit dauern, bis ihr diese Titel wieder seht. Okay. Also unsere Herausforderer stehen schon fest. Das wird interessant. Aber okay. Wir können uns natürlich hier weiter bewegen. Haben nur das GM Office. Wie viel Geld haben wir denn? Ist jetzt kein Geheimnis, dass wir nicht genug haben. Okay. Für. Teilweise. Loading Screens. Die 5000 kosten? Tori Wilson und Sable. Wahrscheinlich. War das davor? Ah, keine Ahnung. So, okay, stimmt, wir haben jetzt XP, das ist gut. Endurance hochballern da. Ganz wichtig. Können wir mehr einstecken. Okay, dann gehen wir zu unserem nächsten Match. Und es ist gegen Chavo Guerrero. Und Vince ist der Manager von Chavo. Klar, weil Eddie ein US-Title-Match gegen Chris Benoit hat. Mal sehen. Das gewinnt Chris Benoit, er verteidigt seinen Titel. Und jetzt geht es gegen Chavo Guerrero. Da bin ich aber gespannt. Viva la Raza! Ja, viva la Raza! Chavo Guerrero mit Vincent Kennedy McMahon an seiner Seite. Also, Vince möchte hier uns definitiv die Tag Titles abnehmen. Na, mal sehen. Singles Match hier gegen Chavo. Und warum ist nicht Lesnar mit dem Wagen? Oder warum fährt er nicht den Wagen? Wenn er doch mit dabei ist. Naja. Fragen über Fragen. Die kann uns nur Lesnar beantworten. Wenn das Spiel mal. Gut. Ich würde schon sagen, wenn das Spiel mal Bock hätte, warum auch immer die Manager im Ring starten. Sehr interessant. So. Hey. Ach, zack. Aua. Was soll das denn? Bitte dich. Ich kann jetzt mehr aushalten.
wollte gerade sagen, warum ist Lesnar im Ring? Da bin ich voll abgelenkt. So, und hoppala, der Dropkick, der ging jetzt ins Leere, sehr schön. Nein, nicht so. Sondern nochmal, na, Ref, ey, Ref. Was soll denn das? Ref, was soll denn das hier? Kann so gar nicht angehen. Hup. Und hopp. So, gehen wir mal hier schön auf den Arm. Ah! Vince! Das kann nicht angehen. So, lass mich mal in Ruhe hier. Appa! Komm schon, Earl! Kannst du aber einfach nicht kontern. Nein. Sagen immer hier ab ins Seil. Ey. Das ist halt so die Clothesline. Oh, okay. So. Die 10 Punches. Sehr schön. Und. Steh auf. Da. Schnamm dir mal, Lesnar. Wünsche dir viel Spaß, mein Lieber. Na komm schon. Ja, lass ihn mal wieder. Zack, whoops! Da hab ich gefundenes Fressen hier für Earl. Ah. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh! Holy! Ja, das sah unangenehm aus. Sehr schön. Und German auf den Nacken. Autsch. Au! Junge! Nein. Ich hätte sogar einen Move von hinten gehabt. Was? Ah, nein, ich wollte jetzt. Ah, Mann, ich dachte. Ich sollte nicht denken. Soll einfach nicht denken. So, machen wir jetzt erstmal die Power! Eins, zwei, nein! Und da raus. Jetzt kommt Vince hier in den Ring. So, was ist ein Headlock? Und zack! Nein. Danke, Vince. Nein. So, eins. Zwei. Oh, Vince. So. Ich wollte ihn eigentlich nicht, aber... mich jetzt auch kein Problem. Nein. Dachte so wohl. Dann komm mal her. Pup. So.
Das war ein schöner Dropkick. Natürlich im Seil. Wo denn auch sonst? Sehr schöner Backsuplex. Aber du bist im Weg. Meine Nummer. Haben wir auch Lesnar zu Boden gehauen? Ja, sieht so aus. Und der ist ein bisschen pissed. Aber zum Glück nicht auf uns. Oh, sehr schöne High Angle. Ja, komm schon. Geh mal auf. Und die Power! War da echt im Seil? Jetzt aber. Eins. Zwei. Drei. Oh Gott sei Dank. Okay. Meine Güte, Vince. Kannst du doch nicht bringen. Das kannst du doch nicht bringen, Vince. Oh! Was hat Lesnar jetzt Vince zu sagen? Oh, ja. Holy, jetzt. Oh Gott. Das wird Konsequenzen haben. Das wird Konsequenzen haben. Das werden wir definitiv bereuen. Ah, Triple Threat Match. Rhino mit dem Main Event gegen Kurt Angle. Und gegen John Cena gewinnt Engel. Okay, wir bekommen weiterhin schöne Smackdown-Dollar, die wir immer brauchen können. Die wir immer gebrauchen können. Zweite Maiwoche in Toronto, Ontario, Canada. Und Vince lebt wieder. Das ist schon mal sehr gut. Für ihn. Ich habe eine sehr, sehr wichtige Ankündigung hier bezüglich eines unserer Superstars hier zu machen. Einige von euch finden es bestimmt lustig, aber ich nicht. Letzte Woche hat es Lesnar, ja, selbst in die Hand genommen und mir direkt ins Gesicht geschlagen. Ja, mein Gesicht ist immer noch angeschwollen von diesem Cheap Shot. Und ja, damit hat er eine sehr wichtige Linie zwischen Arbeitgeber und Angestellter überschritten. Und deswegen habe ich nach reichlicher Überlegung mich dazu entschieden. Wie bitte? Ihn zu suspendieren. Aber was ist mit Detective Titles? Was ist mit unseren Tag Team Titles? Natürlich ist er nirgendwo anzutreffen. Natürlich. Okay, gegen Chris Benoit. Im Opener. Ah, oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich befürchte nur Schlimmste. Ja, das ist Chris Benoit. Der US Champion. Und jetzt, ich würde gerne wissen, ob wir noch Tag Team Champion sind. Ich meine, er hat nur unseren Partner suspendiert. Aber nicht irgendwie gesagt, dass er uns die Titel abnimmt. Zumal auch die Nachricht. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir Tag Team Champion sind. Das ist okay.